Hallo Freunde, heute gibt's was ganz Einfaches bei uns. Und zwar Spaghetti mit Tomatensauce, Spaghetti Bolognese. Und dazu wünsche ich euch guten Appetit und frohe Ostern. Bis dann. Tschüss. Ich habe hier zwei kleine Schalotten, eine Zwiebel und Knoblauchzehen. Und jetzt klopfe ich die nur, dann sind die nämlich leichter abzuziehen. Alles klein schneiden. Knoblauch, Zwiebeln und Schalotten. Und so, ich werde in die Pfanne Margarine, Olivenöl oder einfaches Öl, je nachdem, womit man brät oder kocht. Und brate die Zwiebeln und Schalotten und Knoblauch glasig an. Hier habe ich eine kleine Menge Schweinehackfleisch und eine kleine Menge Rinderhackfleisch. Und das schneide ich jetzt klein. Das kommt zu den Zwiebeln in der Pfanne. Da habe ich es in die Pfanne getan. Und das brät jetzt mit den Zwiebeln noch gut an. Jetzt habe ich das Wasser aufgesetzt für die Spaghetti. Mit Salz und einem Bouillonwürfel. Das brät hier schön. Dazu tue ich jetzt Salz, Oregano. Oregano ist wilder Majoran. Wer ihn nicht hat, kann hier auch Majoran nehmen. Pfeffer, ganz wichtig. Und Paprika. Habe alles in einen großen Topf gefüllt. Dazu kommen jetzt Tomatenstücke und eine Dose Tomatenmark. Hier habe ich eine Dose Tomatenmark, die muss man natürlich erstmal aufmachen. So. Die kommt auch dazu. Unentbehrlich sind ja immer diese Teigschaber hier. Damit bekommt man wirklich alles aus den Dosen heraus. Aus Dosen und aus Schalen. Das ist ganz fantastisch. Wir kochen die Spaghetti. Hier die Soße. Da habe ich ein Dressing gemacht. Aus einer Schalotte, ganz fein geschnitten. Pfeffer, Salz, Teelöffel Zucker, Essig. Und Öl. Öl, wie man möchte. Olivenöl oder normales Öl oder Kräuteröl. Je nachdem, wie man das so mag und zu Hause hat. Und jetzt kommt dazu der Feldsalat. Soße ist fertig. Gute Konsistenz. Spaghetti sind abgegossen. Al dente. Es ist angerichtet. Spaghetti, Bolognese, kleine Dekoration, ein Feldsalat. Auch für Timo. Dann der Hartkäse dazu. Und kleine Deko, Petersilie mit dem Osterhasen. Guten Appetit. Hühnchen, Hähnchen, schlanke, fette, weiße und schwarze. Kleine Küken und kleine Hähnchen.